Hallo und herzlich willkommen. Heute Morgen sind wir in der Nähe von Wipperfürth, genauer gesagt in Elbertshagen. Von hier aus wollen wir auf eine schöne Wanderung entlang am Purder Bach nach Wipperfeld und später auch wieder zurück zum Auto laufen. Das sind etwa 14,5 Kilometer mit knapp etwa 300 Höhenmeter. Ja, der Tag ist traumhaft schön, blauer Himmel, strahlender Sonnenschein, kaum Wind. Ich bin schon sehr gespannt. Es ist eine wahrscheinlich sehr schöne Wanderung, die uns hier erwartet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns hier auf dieser Wanderung begleitet. Wir sind jetzt bis zur Purder Mühle gelaufen. Das waren etwa 50 Minuten, bis wir jetzt hier waren. Hier haben wir eine kleine Pause gemacht, denn das bietet sich hervorragend an. Und jetzt geht's weiter. Der Weg führt jetzt hier am Purder Bach entlang, sehr gemächlich, ein bisschen rauf, ein bisschen runter, vor allen Dingen im Schatten vom Wald. Das ist sehr schön, allerdings gibt es hier sehr, sehr viele Menschen. Heute ist Sonntag, sind ganz viele Menschen unterwegs. Das stört natürlich so ein bisschen auch die Ruhe, aber ich denke mal, wenn man hier unter der Woche entlang läuft, ist das wahrscheinlich doch deutlich entspannter. Thank you.
Hier hinter mir auf der Wiese haben wir eine kurze Pause gemacht. Das war ziemlich warm, als wir da direkt so in der Sonne gesessen haben. Und jetzt laufen wir ein bisschen weiter. Hinter dem Purder Bach haben wir uns ja entschieden, irgendwann nicht mehr der ursprünglichen Route zu folgen, sondern ja sozusagen eine Parallelroute einzuschlagen. Das hat dazu geführt, dass die Tour jetzt um knapp 2,5 Kilometer kürzer wird. Trotz alledem, der Weg ist sehr schön gewesen, dieser Parallelweg, den wir gewählt haben. Es waren deutlich weniger Menschen unterwegs und eine schöne Mittagspause haben wir eben auch gemacht. Ja, wir sind jetzt ein Stückchen weitergelaufen und sind dann wieder auf der ursprünglichen Tour angekommen. Wir haben Wipperfeld jetzt ausgelassen. Angesichts der vielen Menschen, die hier im Wald unterwegs sind, ist das vielleicht auch eine ganz gute Idee gewesen, weil in Wipperfeld wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Menschen unterwegs gewesen wären. Wir haben jetzt noch ungefähr 2,3 Kilometer und dann müssten wir wieder am Auto sein. Ja, es geht jetzt hier, wie man sieht, schön durch den Wald entlang eines weiteren Bachs. Und ich freue mich dann, wenn wir dann auch wieder am Auto sind.